In den 60er oder 70er Jahren ist das ganze Gebäude hier als Tankstelle gebaut worden und dann irgendwann vor 15 Jahren circa ist hier die erste Werkstatt eingezogen. Ich heiße Philipp Langmann und bin Kfz-Meister seit 5 Jahren. Genau, habe direkt nach meiner Ausbildung die Meisterschule besucht und bin seit Februar hier selbstständig tätig. Ich mache meistens oder viel Elektrik, Elektronik und eben speziellere, kniffligere Fälle, wo jetzt die anderen nicht so weiterkommen, da schaue ich dann mit hin und gebe meinen Rat dazu oder lege auch selber Hand an, wenn es sein muss. Grundsätzlich ist es mit der Elektronik einfacher. Wenn ein Fehler vorhanden ist, lässt er sich einfacher und schneller finden. Es kann aber auch genau das Gegenteil bewirken, dass man früher hat man eine Mechanik gehabt, da hat man ein bisschen was eingestellt, dann ist er gelaufen, so wie jetzt. Ja, kann sein, dass ich zum Hersteller fahren muss, weil ich die Wegfahrsperre nicht programmieren kann, weil der den Code aus dem Schlüssel verloren hat, dann muss ich halt extra zum Hersteller fahren. Sowas gab es halt früher nicht. Wir machen eigentlich alles und jeder Mechaniker macht eigentlich alles. Jeder hat natürlich sein Spezialgebiet, wo man immer schaut, dass man die Arbeit demjenigen zuschiebt. Aber grundsätzlich macht jeder alles. Wir haben hier Glück, dass wir noch so zentral sein können, weil es Altbestand hat. Also jetzt in so einer Lage in München eine Werkstatt aufzumachen, ist schier unmöglich wegen Auflagen und Genehmigungen und so weiter und so fort. Lärmschutz, Umweltschutz. Das ist zumindest wieder drin. Vielleicht kann man es so instand setzen, dass es fest ist. Also ich möchte im persönlichen Kontakt mit den Kunden stehen als Inhaber und natürlich auch technisch sie beraten können und nicht einen da sitzen haben, der nur die Auftragsannahme macht, aber technisch keine Ahnung hat. Und wie gesagt, das Wichtigste ist mir der persönliche Kontakt zu meinen Kunden. Genau, bis um 8 Uhr sollte er da sein. Genau, alles perfekt. Danke. Ciao. Ich habe hier ein bisschen was vor umzubauen, weil es natürlich technisch jetzt nicht mehr auf dem neuesten Stand ist und werde hier in die Halle, wo wir uns gerade befinden, eine Prüfstation einbauen für Haupt- und Abgasuntersuchung und Achsvermessung und Elektronik, Bauteile prüfen und so weiter, dass ich einfach technisch auf dem neuesten Stand bin und auch nicht immer auf Fremdleistung angewiesen bin.